Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärmande. Heute ist der 7.10. und wir sind bei der Folge 21 angekommen, endlich mal. Also, das ist schon echt krass. Also 20 Tage ineinander weg, jeden Tag StarCraft einmal gespielt, mindestens. Puh. Und ich muss sagen, es ist ganz schön anstrengend, und sich auch dazu zu zwingen, jeden Tag zu spielen. Also ich muss sagen, die letzten Tage war ich ein bisschen gefrustet, deswegen, ich habe auch fünfmal hintereinander verloren. Und das wirkt halt auch ein bisschen auf, so auf die Stimmung, auf das Spielen aus und auf das Bock haben des Spielens. Und also muss ich sagen, eine Challenge durchzuziehen ist echt schwierig. Aber nichtsdestotrotz machen wir weiter. Und hoffen, dass wir besser werden, stärker werden, alle besiegen können. Und ja, Spaß haben. Ganz wichtig, ganz rum. Und ja, geht auch schon los. Sehr schön, perfekt. Ich muss ehrlich sagen, also es ist auf jeden Fall stressiger. Umso höher man kommt, umso stressiger wird das Spiel. Und man muss halt einfach ruhig bleiben wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir spielen auf jeden Fall gegen Terraner, was halt echt das Schlimmste an allem ist. Das ist wirklich Stress pur. Und wir atmen durch, spielen ganz normal und machen den fertig. Gut, lucky fun. So ist es. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Lass uns nicht aus der Ruhe bringen, denn jeder Terraner macht immer dasselbe. Nerven. 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 Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir gucken, ob er boxt. Sollte man jetzt theoretisch verteidigen können. Ich habe ein bisschen was angeguckt dazu. Also ist jetzt theoretisch nicht das Problem, geboxt zu werden. Das Problem ist eher das Follow-up für mich. Und das nicht hängen bleiben auf einer Base. Das ist das, was meistens mir das Genick bricht. Und dann halt, drop da, drop dort, dort ein Liberator, dort ein Medivac. Ach ja. Dort kommt Pomerauder an meine Base gelaufen. Ist halt nicht so einfach zurzeit. Aber wir lassen es nicht unterkriegen. Wir werden Terraner vernichten. Kein Proxy. Gut. Ein Gas ist auch gut. Bleibt ein Gas, sehr schön. Wir gehen raus. Und bauen unsere Gate. Wir bauen gleich daneben Core. Schicken Leute ins Gas. Und ja, Krone boosten. Schieben unsere Sonne ein Stückchen in Deckung, damit wir nochmal scouten können. Bauen den nächsten Pylon. Den dritten baue ich jetzt immer unten. Ich bin jetzt geschlossen. Also der dritte, nachdem ich meine Stalker gebaut habe. Damit ich unten dann gleich Schildbatterie bauen kann oder so was. So, jetzt warten wir einfach ab. Das geht jetzt ein bisschen spät. Aber es ist nicht weiter wild. Hier Kronenboosten unser Dropgate und produzieren direkt zwei Stock. Und tun unseren Pylon da. Und bauen beide Drohnen. Und gucken mal nach. Ja, nachgucken. Wir schicken unsere zwei Stalker runter. Bis jetzt kommt noch kein Reaper. Da müsste aber jetzt gleich aufschlagen. Und ja, Axt. Oh, da können wir den killen. Ne, können wir nicht. Zwei Marines. Und hauen wir ab. Und die Stalker mit runter. Bauen zwei neue Stalker und Axt. Der nicht. Der einen vorher. Also. Wir sind eins. So, kommen wir wieder zurück nach Hause. Nehmen wir unsere Echse. Danach gleich die Robo. Wir hoffen, wir können schon den Schaden anrichten, bevor der Bunker fertig ist. So, nehmen wir unser Robo. Bis jetzt sieht eigentlich alles safe aus. Brauchen wir kein! Nee, alles gut, komm. So, zwei Gates. Forschung abgeschlossen. Lohn.
Und jetzt fertig. Kein Bunker ist gut für uns. Auf mich an. Na, vielleicht auch nicht. So gut. Er hat es verteidigen können. Schade. Das Problem ist, wir haben jetzt halt nichts. Unsere beiden Stalker, 3-4 Stalker verloren. Und ja, das könnte uns jetzt ganz schön anarschen. Er hat es auf jeden Fall sehr gut verteidigt, also. So, sehr schön. So. Warum unbedingt das hier? Das vergesse ich andauernd. Wir bauen unbedingt noch einen zweiten, ES Absorber, falls Banshees oder sowas kommen. Und boosten unser Echo. Okay, er scheint unterwegs zu sein. Ja, das wird ein Olle. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr müsst zu. Nee, doch nicht. Wo sind die Marines hin, die paar? Ich habe ein bisschen Angst vor Drops. Wait, das ist nicht hier, was er da hat. Da kommen sie doch. Das war ein harter Brockengrad. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin das Herz der. Der wird gleich noch ein zweiter folgen. Aber eine Ex hat er noch nicht genommen. Kommt nochmal. Jetzt kommt noch unser Koloss. Gleich zu kommen. Also, wir sehen es ja schön, aber wie du meinst, wie ich es hasse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach ja, wie du meinst. Erschöpft. Da kommt er jetzt an. Ich bin nicht genügend Energie. Gucken Sie nicht so bleiblock werden. Wusste, dass ich komme. Ihr
noch nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir müssen noch Gas nehmen, das dürfen wir nicht vergessen. Ach. Und ganz wichtig, das Ding. Aber droppt uns zum Glück nicht. Ich gebe uns damit zum Glück nicht auf den Sack. Hat auf jeden Fall schon eine dritte. Geh jetzt aber auf. So, er hat auf jeden Fall jetzt gegen was? Gegen unsere Kolosse. Und die haben ziemlich Gas, weil sie es nicht genommen haben. Und wir müssen ganz dringend mehr Bases bauen. Mehr Produktionsgebäude. Kloss ist jetzt vorbei. Der nimmt jetzt ja, Kasernen. So, wir gehen auf Storm. Und Upgrades. Und natürlich Archons. Kassar, die Templari. Ne, nehmen wir erstmal Storm lieber. Und bauen noch einen Robo. Für unbedingt mehr Marauder. Nicht Marauder, ne. Unsterbliche. Gegen Marauder, so. Seine Army ist schon sehr beeindruckend gewesen. Mein Leben für euch! Kassar, die Templari. Wir. Ihr benötigt mehr Forschung abgeschlossen. So, wir nehmen auf jeden Fall jetzt eine nächste Echse. Schicken wir ein paar Berserker zum Forschen. Wo verbirgt sich der Feind? Ihr benötigt mehr des Pingas. Da kommt er. Der kann mein Leben für Ayusha sein. Sie brechen durch. Unsere Gedanken hier eine Base? Sind ja, eins. Entaro Tassala. So die. Kassar,
So, ja, wir müssen kurz hier unsere Eco ein bisschen verteilen. Wir haben zwar jetzt eine Base abgenommen, das heißt aber nicht, dass er raus ist. Das heißt eher, dass wir raus sind fast. Und ich habe irgendwie keine Unsterbliche gebaut. Gas. Mein Leben für Ayo. Ihr habt nicht genügend. Ihre Schmelzung ist abgeschlossen. Ihr Vespin-Geysir erschöpft. Gesagt. Mein Leben erneut diene ich. Mein Leben für Ayo. Ihre Schmelzung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mein Leben! Kassar, die Templar. Ihr. Mein Leben! Kassar, die Templar. Erneut dienen. So, wir sollten auf jeden Fall nicht. Ihr habt nicht ge. Erneut dienen. Jetzt kommt er. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kastar. Mein Leben für Ayur. Erleuchtet, Unurg. Wir stehen. Mineralienfeld erschöpft. Zum Glück haben wir mehr. Na? Alles weg. Von mir? Mein Leben für Echt jetzt das bisschen? Der Kampfesruhm wird unser sein. Hier, mein Leben für Ayur. Oh, das ist doch nicht. Ah, ich hab. Die Klingen. Doch, hab ich doch. Angegriffen. Hä? Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar, die Templar. Mein Leben für Ayur. Und Scheiß, es ist ein 3-3er Army. Ja, ist kein Wunder. Ihr habt nicht. Die Verschmelzung ist. Der Kampfesruhm wird unser sein. Mein Leben für. Och nee. Greif doch mal an. Och, das ist doch Wahnsinn, ey. GG. Also Terraner sind absolut imbar gerade, ey. Also ich weiß ja nicht. Ressourcen technisch war ich vorne. Na gut, einfach eine ganze Weile vor mir, aber trotzdem. Terraner sind echt imbar. Naja, machen wir weiter. Lass uns nicht unterkriegen. Ey, die können durch Sturm durchlaufen, ohne dass denen groß was passiert und killen meine Army trotzdem noch. Pfah. Nehme mir meine Schilde und alles ist vorbei. Und dann holen sie die ganze Zeit nur rum. Das nervt mich am meisten. So, spielen wir gegen Protoss. Vielleicht gewinnen wir jetzt mal. Wahrscheinlich müsste gegen Terraner wirklich mit Flieger öffnen oder irgend sowas. Anders hilft es anscheinend nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. So, wir spielen gegen Protoss. Ja, da kann alles kommen. Von Cheese bis hast du nicht gesehen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ist eine Sonde unterwegs? Wenn ich eine zweite sehe, gleich
mal schlecht, wenn eine gute dicht. Oder wenn sie gar nicht erst hochkommt. So wie das jetzt aussieht gerade. Ne, doch. Scheint ein normales Spiel zu werden. Ich gucke. Bitte. Ja, ganz normal. Nicht ganz so normal. Scheint nicht so schwer zu werden. Hä? Ich lass mich aber nicht von dir killen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Genießen das Spiel jetzt und spielen einfach ganz gemütlich gegen Protoss. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Adepten, Chrono-Boost, noch Chrono-Boost auf Echo, den wir nicht vergessen haben, und bauen Teile unten. Na, vielleicht nicht. Nicht gegen Protoss. So, danach kommen zwei Stalker. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommen. Zusätzliche Pylonen bauen. Aber ist okay. Der Boden ist die Exe. Was wünscht ihr? Ja, Exekutor. Niemand kann uns aufhalten. Schön zurück. Wo werden wir gebraucht? Najaka Mina. Gebt uns Ajur. Basis wird angegriffen. Der Kreis. Die Schlacht. Shit. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Nur die Gläubigen fürchten mich. Ich bin still. Feindkontakt. Was ist euer Bild? Wir sind eins mit dir. Die Schlacht wartet. Für Selendis. Och Mann. Ich bin aber auch echt schlecht, ey. Ich bin allgemein schlecht in letzter Zeit. Das ist echt ätzend. Forschung abgeschlossen. Ja. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin das Herz. Ich hab viel zu viel Schaden angerichtet, Typ. Wir sind auf jeden Fall hinten. Noch gewinnen, weiß ich nicht. Aber ich zweifle es ein bisschen. Ihr
Da will er ein bisschen zu viel, ne? Ich bin hier. Zu werden. Keine Excel all in. Ihr müsst zusätzlich Shit. Bauen. Erneut dienen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Kann gleich mit Blinkstore kommen. Ihr müsst das hat aber schon verloren, so gut wie. Ich bin die Stimme. Was ist euer? Ich bin es. Ich bin hier. Dann nehmen wir jetzt eine Schritte. Was ist euer Begehr? Ja, das ist aber nicht mehr die feine englische Hitze. Tja, wie doof. Auf dem Simpling macht man nicht. GG. Also gut gespielt hat er am Anfang, aber dann hat er es irgendwie verkackt. Vom One Base auf Two Base umzustellen. Also wir haben ja ressourcentechnisch weit über ihm. Ansonsten war es eigentlich ganz gut, das Spiel. Ich würde sagen, wir spielen noch eins. Jetzt bin ich wieder ein bisschen motivierter als gegen den Terraner davor. Wie gesagt, ich kann mich gerade über Terraner aufregen, das ist einfach nur... Ich hatte Spiele gegen Terraner. Das ist einfach nicht mehr, ist echt nicht mehr schön, ey. So. Und dann soll das Medivac besser werden noch. Also was heißt besser? Dieses Boost, was das Medivac hat, soll nicht mehr so lange gehen, aber dafür dürften es öfters einsetzen. Also der Cooldown geht runter. Also ich sehe schon, Drop da, ich komme mit der Army rein, der droppt wieder raus, Drop da rein, Drop da raus, Drop da rein. Das sehe ich jetzt schon. Und dann
Was dazu noch ganz schlimm dazu kommt, ist, dass Feedback von den Templern soll reduziert werden. Der Schaden. Auf die Hälfte. Das heißt, man kann kein Medivac, was voll ist, töten. Das ist doch nicht normal, oder? Was kriegen wir als Boost? Ja, unser Warp-Prison wird noch schlechter. Wenn ich so viel quatschen, muss ja auch ein bisschen spielen. Ja. Also sie wollen von unserem Warp-Prison die Reichweite verringern. Na gut, das ist okay, aber... Also die Reichweite zum Reinholen. Ist okay, finde ich jetzt zwar nicht so geil, aber... Können sie von mir was machen, nee, Wurst. Ich setze es zwar sehr oft ein, aber es gibt... Es ist nicht jetzt ist nicht so, dass es würde dafür in die Welt untergehen. Es ist schon ziemlich mächtig. Aber trotzdem finde ich es unfair, dass Terraner so einen Boost wieder kriegen. Ey. Vor allem gegen Protoss. Wo Protoss noch nicht so viel gemacht hat. Aha! Eure Sonden werden zu spät sein. So, Gas hat er schon. Ein zweites Gate hat er nicht. Das ist ganz komisch. Kein zweites Gate? Wo kommt denn das? Das muss eigentlich längst da sein. Da hat er irgendwo was Proxyhaftes rumstehen. Kann er eigentlich nicht. Jetzt kommt das zweite Gate. Ist der zweite Pile? Der ist nämlich nicht da. Schlecht, da ist irgendwo ein Proxy unterwegs. Keine Adepten da. Vorwärts. Keine Stalker da. Nur die Schlacht warten. Hier in den Schatten. Stalker sind da. Hier in den Schatten. Die Kämpfer rücken vor. In die Schlacht. Niemand kann uns aufhalten. Hor Salah. Für Selendis. Sollte sofort was hier gegen Flieger bauen. Spendus. Das ist komisch. Das ist richtig komisch, gefällt mir überhaupt nicht. Sie hat es gesehen. Wer ist denn das? Ihr habt nicht gelügt. Ich kenne immer noch keine Echse. Shit. Eure Sonden
Gut. Dann war natürlich keiner mit gerechnet. Warum baut dann da hinten eine Echse? Hab ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Wo hat er denn? Ich will mal kurz reingucken. Wo hat er? Das hat er da wahrscheinlich hinten rechts in der Ecke gebaut. Gut, die Tees habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es war gut, dass ich ihn auf Server gebaut habe. Er hat zwar meine Robo gekriegt, aber ansonsten war er hinten. Ah! Da habe ich natürlich nicht gespawnt. Ich muss immer darauf achten, dass der Protoss einen zweiten Pylon hat. Wenn er den nicht in der Base hat, hat er irgendwo Proxy hingestellt. Ach, meine Sonder hatten nicht gescoutet, weil er genau hier in der Ecke ist. Dann musst du nächstes Mal einen Bogen machen. Aber die Tees kommen relativ spät. Also, wer hat denn die überhaupt reingekriegt? Die müssen wir hier irgendwie abgeladen haben. Hat er eine Robo gehabt? Nö. Aber wir haben ordentlich Schaden gemacht. Also im Income macht sich das auf jeden Fall sehr bemerkbar gleich. Ja, das ist ein absoluter Unterschied hier. Keine Robo dazu, ne? Er hat auch nur. Achso, er hat keine Drohnen mehr gebaut. Na, dann ist kein Wunder. Da wollte er mich killen jetzt damit, oder was? Wie sind die reingekommen? Wie ist denn der hier hochgekommen? Der ist einfach reingelatscht. Ah, okay. Da bin ich gerade raus. Hätte ich ihm abbrechen müssen. Lebt mir das Skill? Warte mal, das muss ich mal kurz gucken. Ob man dann das Geld verliert, wenn nicht fertig produziert ist. Die sind rot, ja. Nee, sollten wir kriegen, wieder zurückkriegen. Ja, okay. Gut, okay, wenn das zerstört wird, ist es zum Beispiel nicht schlimm, wenn es gekillt wird. Ich glaube ja nur bei. Nee, bei. Gar nicht ist es schlimm. Und dann extra? Hat immer noch keine Sonden gebaut? Hat zu viel Mineralien? Selbst dann ist er extrem hinten. Ich habe zwei Echsen. Selbst wenn er die Hälfte meiner Drohnen gekriegt hätte. Verstanden. Tja. Naja. Haben wir die Cheese abgewehrt. Glücklicherweise. Wir spielen noch eins. Ich habe Lust. Heute ein bisschen eine längere Folge. Ist auch egal. Bis wieder Terraner kommt, habe ich keine Lust mehr danach. Pass auf. Ich glaube, das nächste Mal sollte ich auch, wenn ich, bevor ich die Folgen immer aufnehme, einfach mal ein bisschen trainieren. Einfach ein, zwei Spiele vorher spielen. Dann euch nur die, also von anderen Account, damit ich halt den hier nicht so versemmel. Weil wir sind schon wieder bei unter 400. Wir haben zwar immer noch mehr Siege als Niederlagen, was ziemlich gut ist. Sieht eigentlich nur Statistik aus zur Zeit. Nein, Statistik? Wo ist denn das? Hier? Ja, hier. Gegen Zack verlieren wir meist. Und noch ein Mirror Match. Nochmal Cheese. Wollen wir selber mal cheesen? Nee, wir cheesen nicht. Wir wären Cheese up. Wir cheesen nicht. Never. Vielleicht mal irgendwann, aber nicht jetzt.
glaube, allgemein haben Protoss im Mirror Match immer Probleme. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch Probleme im Mirror Match. Es ist halt nicht einfach. Aber man sieht, was der Gegner macht. Man muss halt, wenn man seinem Adepten am Anfang keinen Schaden macht, ist halt schlecht. Dann hat der Gegner halt Stalker jede Menge. Wir sind halt hinten mit unseren Adepten. Aber dann hat beim letzten Spiel mehr einen One-Base Audience verteidigt. Jetzt haben wir die T-Rush verteidigt. Wir sehen, was jetzt kommt. Cannon-Rush vielleicht. Bis jetzt sieht eigentlich alles Standard aus. Also den seine Drohne muss da sein, wenn unsere Drohne da ist. Bäh, nein, ich abbrechen. Das wird dumm. Ne, normal ist das, normal. Interessiert sich nicht so für meine Sonde. Was macht er da hinten? Interessiert sich überhaupt nicht für meine Sonde. Jetzt interessiert sich für meine Sonde. Wir sind etwas schneller. Aber nur etwas. Zwei Adepten, Chrono boosten unser Dingsbums und bauen unten Teilen. Und bauen weiter aus Bürger. Können wir mal reingucken. Danach kommt Stalker. Unser Exer. Wo werden wir gebracht? Für den Ruhm. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und natürlich ein Probe Cut. Bis wir unseren Robo haben. Hier in den Schatten. Und das Schöne ist, er ist halt so offen. Soll es geschehen. Hier in den Schatten. Er ist halt richtig offen. Gebt uns ein, wir dienen mit Stolz. Für den Ruhm. Vorwärts! Nur die Gläubigen fürchten nicht. Niemand kann uns aufhalten. Tötet jeden, der sich gegen uns stellt. Hor Salah. Unser Denken gleicht sich. Ein paar haben wir gekriegt. Sollten auf jeden Fall unsere Robo nicht immer vergessen. Hat sich aber schön eingesaved. Was hat denn eigentlich für einen Tech gehabt? Auch ein Mischleiter besonderes. Er hat aber noch keine Echse. Das ist das, was mir am meisten nicht so gefällt. Das sieht auf jeden Fall nach einem Vorgeht-All-In aus. Deswegen nehmen wir noch einen... Mist.
nicht so gut aus. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Wenn der Immo dann da ist, können wir nochmal fighten, aber vorher nicht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Schlecht. Was war? GG. Da war sein All-In doch ziemlich stark. Wollen wir mal reingucken. Stinknormaler Vorgänger. Scheiße. Da haben wir unser Robo zu spät gesetzt. Ich hätte auch keinen Absorber bauen sollen gleich. Ich hätte gleich mehr Schildbatterien. Das hätte ich wissen müssen. Wenn er nicht äxt, all in. Ah gut, da wissen wir fürs nächste Mal, wenn er nicht äxt, gleich Dev bauen. Weil sonst sind wir ganz schön hinten dran. Also army-technisch hat uns halt komplett überrannt. Jetzt kommen wir noch ein Stückchen zurück. Da wollen wir uns weit überlegen. Da hätten wir schon längst einen Model bauen müssen. Und da war er schon da. Den All-In kenne ich, den habe ich auch schon mal gespielt. Und meistens sollte eigentlich jetzt schon. Hätte ich schon längst haben müssen. Hätte ich auch schon längst haben müssen. Hätte ich komplett Drohnen abcutten müssen. Und ich hab's noch gesehen. Nein. Schade. Nochmal verloren. Aber wir landen raus. Wir werden halt besser und das ist halt das Wichtigste. So sind echt nur weit vorne. Aber es war zu viel Stalk. Natürlich nur eins, es kommt noch ein schnelles. Eins spielen wir noch. Eins spielen wir noch. Allerletzte Woche heute. Ihr wisst, für die Aufnahme. Und ich stutze mein Handy hier nicht. Das lag nämlich jetzt neben dem Mikrofon. Na, das ist aber Quatsch hier, was er gerade erzählt. Zerg und Late Game sind auch ziemlich hart. Und man muss als Zerg nicht den Protoss im Early Game killen. Wenn man als Zerg Map-Control hat und Ex ohne Ente, hat man so viel mehr Möglichkeiten als ein Protoss. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da habe ich geschrieben. Ihr habt nicht genügend. Konzentrieren Sie aufs Makro, ein bisschen Scouting noch nebenbei und Terran auch mal ein bisschen hier killen. Ich hoffe mal, dass es diesmal nicht ganz so schwer wird gegen den Terraner. Sonst ist es immer sehr schwer, ne? Falsche gebaut. Sieht alles Standard aus. Eure Sonden werden angegriffen. Ohne Boost unser Sonden. Darfst du es nicht vergessen, du musst nebenbei immer machen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Theoretisch geht's ja genau auf. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Haben wir gebaut.
Etwas Supply Block ist halt immer drin. Reaper. Ja, kann ruhig ein bisschen um Pylonen rumnubbeln. Ich bin hier. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, cool. Wie ihr hier seid, was ist euer Begehr? Sehr weise. Ich bin das Herz der Finsternis. Das weg. Passt, wir sind eins mit. So, jetzt kommt die Echse. Das war nicht zu viel. Ich bin hier in den Schatten. Nun. Ich bin hier. Das ist gut. Kein Bunker. Wie ihr befehlt. Oh, Zeigler. Das ist nicht gut. Wir bleiben im Verborgenen. Kalt ist die Leere. Ja, auf jeden Fall eine Schildbatterie. So, Drone Slide. Wir wissen nicht, ob eine Bench kommt, deswegen. Okay, Scan ist immer nicht gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin. So gut, weil da können wir jetzt nämlich Kolosse spielen. Gleich im Video meinen Tropf. Da ist er. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Darum, okay. Ich bin hier. Ihr müsst zusätzlich Liberator? Kommt denn der her? Hab ich ihn gar nicht gesehen. Muss dann langsam der Trop hier kommen. Also. Geil. Alles gekriegt. Zwei Drohnen haben wir. Zwei haben wir verloren. Die Stimme der Finsternis. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Warum baut er nicht ab? Ich glaube, wir nehmen die Außenechse. Das letzte Mal habe ich die innen genommen und da bin ich ganz schrecklich gescheitert dran. Nicht genügend Energie.
ich ja schon. Stimmt. Ich würde gerade noch eine Echse setzen. Oh, wir haben noch mehr Kolossis und dürfen unsere Sonden nicht weiter vergessen. Vielleicht nämlich gleich hier kommen, so wie das ausschaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kloss, was wir mal hier stehen. Forschung abgeschlossen. Ne, macht eine Echse. Feld erschöpft. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Boah, Pylonen. Hier in den Schatten. Sag nicht, dass wir jetzt verlieren, nur wegen ein paar Pylonen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Basis. Da ist die Armee. Angegriffen. Und tschüss. Eure Sonden werden angegriffen. Ach, wie ätzend. Upgrade durchgeführt. Ein Leben für Ajur. Upgrade durchgeführt. Hat er gerade echt meine ganzen Drohnen erwischt? Nee, dann nicht. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Schon viel Kolosse? Habe ich schon. Brauche ich das nicht mehr? Wir gehen direkt auf Templer. Dies müsst ihr in einem Energiefeld. Der Doomtrop. Ach, wie ich das hasse. Seid auf mich angewiesen. Das war richtig teuer gerade. Nicht genügend Energie. Forschung abgeschlossen. Kassar, die Templar. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier.
Kassar-Detener. Wir können nicht standhalten. Eure Sonden werden angegriffen. Eine Aufgabe. Och, Mann! Also, das riecht mich auf. Auch nicht ihns! Ihr benötigt mehr Vespingas. Eure Sonden werden angegriffen. Schatten. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. In ein Bier sind das Licht der Welt. So, es reicht. Das ist doch nicht fair, ey. Es ist hin und her. Ich habe keine Chance gegen so einen Mist. Mein Leben für Ajur. Meine Aufgabe, Bier. Und Base Trade verliere ich jetzt. Der Kala. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Wir stellen uns der Dunkel. Basis wird angegriffen. Basis-Sonden werden angegriffen. Oh, was? Ich hab das benutzt und das kann ich nicht mehr benutzen. Ich will mich verarschen. Ja, jetzt killt er mich so oben. Diene ich. Ja, was soll ich denn machen? Das ist doch zum Kotzen. Mein Leben für Ajur. Erleuchtet mich. Base Fate verliere ich. Genug, meditiert. Basis wird angegriffen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Sind ein Wir sind das Licht der Kala. Basis wird angegriffen. Eure Krieger bekämpfen den Dunkelheit. So diene ich. Unsere Gedanken erleuchtet mich. Der Kampfesruhm wird unser sein. Nicht genügend Energie. Nahm eure, erklärt euch. Ja, was soll ich denn da noch weiterspielen? Das ist doch dumm, ey. Also die Immobilität von Protoss ist ein absoluter letzte Scheiß. Tropier, Angriff dort, Tropier, da, da. Also, ohne Scheiß, man kann es nicht halten. Und immer wenn ich ein Pro-Game-Spiel sehe, dann passiert sowas gar nicht. Also, ich weiß nicht. Naja, egal. Ich richte mich nicht weiter drüber auf. Es ist einfach, sollen Terraner rumheulen, ist mir scheißegal. Ich find's einfach nur nervig. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Mudibär. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.